Viele von euch wissen sicherlich, dass ich ein großer Froschfan bin. Bereits mit 15 Jahren habe ich angefangen, verschiedene Pfeilgiftfrösche zu halten. Und im Frühling findet man mich meistens bis zu den Knien in irgendwelchen Tümpeln auf der Suche nach heimischen Fröschen. Heute nehme ich euch mit nach Mexiko in die Wüste. Oder besser gesagt ins Haus des Meeres in den 7. Stock. Die Colorado-Kröte produziert nicht nur ein normales Krötengift Bufotoxin, sondern auch noch Bufotenin und Dimethyltryptamin. Letztere rufen Halluzinationen hervor. Experimentierfreudige Menschen lecken sie also ab oder rauchen das getrocknete Sekret, um sich in eine Art Rausch zu versetzen. Beides ist allerdings nicht nur dumm, sondern auch gefährlich. Wir lassen unsere Colorado-Kröten wieder in Ruhe und erfreuen uns an dem Anblick dieser schönen Tiere.